So, vor einem Jahr hatten wir hier noch ein Messihaus stehen. Mittlerweile haben wir hier eine sanierte Doppelhaushälfte in Sevetal im Ortsteil Emmelndorf. Und ich lade euch mal ein, schaut mit mir, was draus geworden ist. Wir haben hier einen Flur mit einem Bereich für eine Garderobe. Hier haben wir ein Gäste-WC mit einer Dusche, mit einer Walk-in-Dusche, mit einem Rainshower von oben. Wir haben Keramiken von Villeroy & Boch. Wie immer bei uns die Armaturen von Hans Grohe. Und ich nehme euch jetzt mal mit rüber und wir gehen in den Wohn-Ess-Bereich. Wir haben hier die Wand geöffnet, Stahlträger eingesetzt. Wir haben dadurch einen L-förmigen Wohn-Ess-Bereich geschaffen mit einer offenen Wohnküche. Was finden wir hier alles? Wir finden einen Parkettfußboden, wir finden eine komplette Elektrosanierung, eine komplette Sanierung von Heizung und Warm- und Kaltwasserleitung. Wir haben die Wände komplett saniert. Also hier ist tatsächlich nichts mehr beim Alten. Ja, gehen wir nach oben ins erste Obergeschoss. Hier haben wir einen neuen Flur gestaltet. Gehen jetzt rüber in ein Büro. Auch hier sehen wir, wenn ihr reinkommt, wir haben niegelnagelneue Fenster, alle Schüko-Fenster, alles komplett neu. Und jetzt gehe ich mit euch rüber in unser kleines, aber sehr schönes Badezimmer. Wir haben hier tatsächlich gerade mal 8 Quadratmeter, aber wir haben hier Licht ohne Ende durch dieses schöne Fenster, aber hier noch ein 1,40 Meter Velux-Fenster und kommt rein. Badewanne, wandhängendes WC, Walk-in-Dusche, alles da für die Kundschaft. Neben dem Büro haben wir auch ein Schlafzimmer hergerichtet oder auch Kinderzimmer, wie man möchte. Hier haben wir ein Loch reingeschnitten, einen Wechsel eingezogen und entsprechend ein 1,40 x 1,40 Velux-Fenster integriert und dadurch hier einen schönen hellen Raum geschaffen. Das Ganze reicht uns aber nicht. Wir haben gesagt, wir bauen uns tatsächlich noch das Dachstudio aus. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Hier haben wir eine neue Treppe integriert und dadurch haben wir diesen Raum noch ein bisschen nutzbarer gemacht, als er vorher war. Denn klein war er vorher auch schon, aber jetzt hat er noch einen richtig guten Zweck und zwar gehen wir nach oben. Vom ersten OG geht es über unsere niegelnagelneue Treppe mit Eichenstufen hoch ins ausgebaute Dachstudio. Wir haben hier 3 Velux-Fenster integriert, ein Giebelfenster, die Dachsparren aufgedoppelt. Komplett neu gedämmt, damit das hier im Winter nicht zu kalt und im Sommer nicht zu warm ist. Wir haben eine Heizung, wir haben Elektrik, wir haben Deckenspots, eine niegelnagelneue Treppe. Ich würde sagen, kann man mal machen.